So, herzlich willkommen bei das Silver Assi. Hauptzahnrad, Umbau, Coralli, Shogun, Dementor, Kronos, Python und alle anderen funktionieren halt auch irgendwie genauso. Ist eigentlich eine ganz simple Sache. Ihr dreht vier Schrauben raus. Das machen wir nicht mit dem Kugelkopf. Wir nehmen die faule Variante, wir nehmen den XO. Bin natürlich nicht deppert, ich habe die Schrauben vorgelöst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier völlig unvorbereitet reingehe. So, Dille, alle vier raus. Das Hauptzahnrad hängt jetzt nur noch an meinem Finger und ich drehe jetzt mal das Auto um. Ich kann es hier halt quasi so rausnehmen. Theoretisch. Praktisch sieht das anders aus. Das ist ein bisschen blöd, weil das sich natürlich sehr verkeilt. So, hintere Antriebswelle legen wir mal zur Seite und dann können wir es wirklich so rausnehmen. Man kann jetzt zwei Sachen machen. Man kann entweder den Motorhalter lösen oder man kann auch einfach nur die Motorkabel lösen. Wir lösen jetzt den Motorhalter, weil wir müssen das Ritzelspiel gleich eh neu einstellen. Vorbereitung ist alles. Ich habe leider nur einen 2,5er hier. Ich mache das mal eben. So, ich habe jetzt einen großen da. Die Schrauben sind gut eingeklebt. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ich gebe euch jetzt Tipp, löst das Teil vorher. Das habe ich schon gemacht. Kann ich jetzt also wegnehmen. Das sind vier Schrauben, könnt ihr von oben schön reinschrauben, 2 mm. Die sitzen echt bombenfest, also die werden sich nicht lösen. Definitiv nicht. Also zumindest nicht, wenn ich dran rumschraubt. Was ihr aber leider jetzt müsst, nützt ja nichts. So. Weiter geht's. Ich empfehle auch definitiv einen Akkuschrauber bei dieser Arbeit dabei zu haben, denn es sind teilweise ultra lange Schrauben dabei. So, die beiden zum Beispiel sind wirklich richtig lang. Könnt ihr das Teil abnehmen? Kann auch gleich beiseite gelegt werden, das braucht ihr nicht wieder. So, und dann können wir das Mitteldiff rausnehmen, weil nur das brauchen wir. Perfekt eingestellt übrigens. Und so sieht das ganze Spielchen dann aus. Wir werden erstmal Folgendes machen, ich räume mal das Auto weg und dann schrauben wir das Teil mal auf. So sieht das Ganze dann aus. Wie ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen die Kameraperspektive geändert. Ich muss mal gucken, wenn wir demnächst hier was häufiger machen, solche Schraubervideos, muss ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Aber diese Perspektive könnte ungemein helfen. Wir schrauben das Teil jetzt mal auf und dann gucken wir mal, ob wir einen mit Fett oder einen mit Öl bekommen haben. Wir haben einen definitiv mit Fett bekommen. Es gibt bei Coralli mehrere Versionen. Dieser hier hat halt Fett drin. Ich mache das jetzt mal alles schön sauber. Ich glaube, darüber brauche ich jetzt kein Video machen, wie man Differential sauber macht. Dann befüllen wir das mit 100.000 CPS. Drehen das wieder zu und dann geht das weiter hier. So, wir haben jetzt das Differential befüllt. Ich habe ein bisschen Fett drin gelassen, an den Zahnrädern und so klebt ein bisschen was. Das ist aber
für uns hier nicht weiter tragisch. Wir haben das Hauptzahnrad hier und ich habe es vorhin schon einmal zusammengedreht, ich Depp. Aber wir müssen natürlich das Hauptzahnrad aufwechseln. Macht Sinn, ne? Wenn man das Hauptzahnrad wechseln möchte, muss man das Hauptzahnrad wechseln. So ungefähr so, als wenn du kein X-Ray hast, hast du kein X-Ray. Das ist auch so. Ist ein bisschen Schmiererei, keine Frage. Aber meine Ausbildung hat mir beigebracht, Hände kann man waschen. Mein Ausbilder war nicht ganz dumm, ne? Also muss man ihn mehr lassen. Ach, was mache ich denn hier? So, den Gummiring da auch raus. Und dann macht ihr es so wie ich am besten, legt das Hauptzahnrad, das alte, weit, weit weg, damit es nicht wieder einbaut. Ich hatte das Differential schon im Auto und habe gemerkt, so, Mick, du bist ein Idiot. So, das ist das Neue. Ich zeige euch mal einmal den Vergleich. Ist halt schon eine ganze Ecke größer, ne? Und das bauen wir jetzt zusammen. Ich bin sehr froh, dass dieser Umbau mehr oder weniger problemlos gelaufen ist. Das habe ich auch schon schlimmer gehabt. Und dann scheue ich mich auch immer davor, davon ein Video zu machen, weil es soll ja nicht jeder sehen, wie dusselig ich mich manchmal anstelle. Ne? Aber das könnt ihr wahrscheinlich auch. Oder auch nicht. So, das Differential ist natürlich wie immer viel zu voll. So. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Wenn ihr zwei Schrauben fest habt, probiert es mal zu drehen, ob es überhaupt sich dreht. Wenn das ein bisschen hakelig läuft und so, das ist alles nicht so das Problem, das wird sich gleich geben. Aber manchmal verkanten die sich so ganz blöd ineinander, die Zahnräder da drin. Und dann habt ihr ein vollgesperrtes Diff und das wollen wir nicht. Das fährt nämlich auch nicht gut. So, da seht ihr schon, dass ich es viel zu voll gemacht habe. Ist aber immer der Fall. Ja, gibt Schlimmeres. So, hier sieht man es auch, wie es rausquillt. So eine Öl-Fett-Mischung. Haushaltsrolle immer dabei. Ja, LCK-Sport ohne Haushaltsrolle, ich glaube, das geht gar nicht. Doch, was wir hier an einen Verbrauch haben durch diese Sorbi, ne? Das ist der Wahnsinn. Da wo ich meine Autos zusammenbaue, so ein Kit oder sowas, da steht eine extra Rolle. Ich habe hier eine extra Rolle stehen, die jetzt fast leer ist. Die so gut wie leer ist. Ja, ist halt so. So, ein bisschen Bremsenreiniger, dann kriegt ihr das besser sauber. Ich krieg garantiert Kommentare. Nein, das darf man dafür nicht verwenden. Das macht die Dichtung kaputt und so weiter. Ja, ja, bla bla bla. Sollte jetzt keine ganze Flasche da drauf geben. Ich glaube, das ist euch jedem klar. Aber ihr seht, ihr kriegt das damit einfach viel, viel besser sauber. So, fertig. Mitteldifferential Corelli Shogun Kronos Dementor whatever. So, das stellen wir dahin, weil jetzt kann es hier weitergehen. Endlich zum zweiten Mal. Nehmen wir den Shogun, nehmen das Gegenstück und schrauben das schon mal auf, weil
Sonst funktioniert es nicht. Ich habe vorhin mir schon mal Gedanken gemacht, wie ich das dann am besten machen könnte. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen grübeln. Deswegen machen wir das jetzt zusammen. Wir müssen ja diese Böcke, die hier, da irgendwie drunter kriegen. Und ich habe auch noch keine Ahnung, wie wir das am cleversten einfädeln. Aber das finden wir jetzt zusammen raus. Also, sag einmal. So, Problem Nummer 1. Vielleicht kann ich es zeigen, ich glaube aber eher nicht. Da. Wir müssen jetzt an diesem Seitenteil ein kleines Stückchen rausnehmen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am cleversten mache, weil ich habe kein Werkzeug, um das einfach so rauszuschneiden. Vielleicht machen wir den Bock aber einfach ein bisschen kürzer. Das scheint mir die beste Lösung zu sein. Schneiden einfach hier ein Stückchen ab und dann auf der anderen Seite, das passt, das ist nicht das Problem. Die sind auch echt massiv gemacht, die Dinge. Also, die gehen auch nicht kaputt. Ja, machen wir mal eben. So, da sind wir. Ich habe das Ding jetzt einmal mit dem Seitenschneider bearbeitet. Und dann passt das auch. Jo, das passt. So, jetzt schrauben wir erstmal das Hauptzahnrad runter. Ach Quatsch, den Motorhalter da drunter. Ich habe mir jetzt ein bisschen längere Schrauben geholt. Vlogzeit verzichte ich mal, weil in dem Motorhalter sitzt so viel drin. Das macht es jetzt auch nicht besser. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ihr könnt nicht sehen, was ich hier schraube. Man braucht auch irgendwie jetzt 5 Hände. Aber der Modellbauer kennt das. So, Schraube ist drin. Hört man auch, glaube ich. Wichtig ist, an dieser Stelle nimmt eine Schraube, die etwas kürzer ist als meine. Meine sind zu lang. Ich habe welche genommen mit der Gesamtlänge mit 16 mm. Mal andersrum. Die sind zu lang. Es gehen hier maximal 15 mm, 14, 15 mm. Die suche ich gerade raus. Tja, blöd. Das habe ich vorher nicht getestet. 14 mm, wir haben eine Schraube. Und wenn eine erstmal drin ist, dann mache ich eben einen Break und suche die anderen dafür raus. Das ist nicht das Problem. Live und ungeschnitten bei der Silver RC. Momentan hören Sie nur den Kommentar. So, ich suche jetzt mal andere Schrauben raus. So, Schrauben haben wir. Und wir müssen jetzt einmal schauen, wie rum das hier rein muss. Okay, so rum. Weil, und das ist vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst, Corelli hat ein Differential eingebaut, was von oben zu warten ist. Deswegen können wir die Böcke jetzt schon so einbauen. Und haben dann gar kein Problem, das gleich von oben einzusetzen. Zumindest in der Theorie. Corelli sagt, das geht so. Und ich baue das ein. Wichtig ist natürlich, ich sage das immer, wenn ich mit dem Akkuschrauber irgendwas mache, macht das mit Gefühl. Wenn ihr da einfach stumpfsinnig drauf losschraubt, ohne euer Hirn anzumachen, dann habt ihr das relativ schnell durchgelutscht. Also das Kunststoff. In Aluminium ist das nicht so das Problem. So, das ist fest. Das ist schon mal super. Und so geht es natürlich nicht. Ich habe hier einen Adapter. Ein bisschen Platz machen hier. Ein Chaos schon wieder hier auf dem Tisch. So. Jetzt
müssen wir mal gucken, wo ich die vordere Antriebswelle gelassen habe. Weil sonst haben wir nur Heckantrieb. Das ist auch jetzt nicht Sinn der Sache. Hier ist sie. Vorne mal im Einfädeln. Passt. Muss man ein Stückchen weiter runter, genau. Also ihr könnt das Differential tatsächlich einbauen, ohne dass der Motorhalter gelöst werden muss. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ihr wisst ja, sowas liebe ich. Ne? So Kleinigkeiten, die einem das Bäscherleben einfacher machen. Das hat schon was. Und ich muss auch sagen, ich hatte in einer Facebook-Gruppe schon mal gelesen, dass das ein bisschen eng ist vom Hauptzahnrad her. Nee, ist es nicht. Also ihr habt immer noch ein paar Millimeter Platz. Mit Sicherheit war da vorher mehr Platz. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber das ist schon gar nicht so verkehrt. Hatte ich schlimmer erwartet. Klappert gut, so wie ich das immer sage, soll klappern. Damit sind wir eigentlich schon fertig. Fast. Der muss noch oben drauf. Da habe ich jetzt schon längere Schrauben eingesetzt. Als kleiner Hinweis, ich probiere die Videos größtenteils vorher einmal vorzudrehen. Und dann fallen mir natürlich solche Geschichten auf. Ne? Allerdings drehe ich die nicht bis zum Schluss immer. Und dann geht da doch mal was schief. So. Ewig lange Schrauben. Das ist halt der Preis dafür, dass man es von oben heraus warten kann. Ne? Perfekt, passt, wackelt, hat Luft, freut sich. Ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen beim Umbau, wie es geht, wie man es am besten machen kann, weil ich glaube, dieses mit der Wartung von oben, das ist eine coole Sache. Kann man durchaus auch anderen Herstellern mal ans Herz legen, das so zu machen. An dieser Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao.